So, herzlich willkommen. Ich unterhalte mich mal wieder mit einem Gast. Heute ist Christina Haverkamp bei mir. Wir sind seit ganz vielen Jahren befreundet. Und Christina, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du eigentlich machst. Ja, seit mittlerweile über 30 Jahren setze ich mich für die Yanomami-Indianer ein, die im brasilianischen Regenwald leben und auch in Venezuela. Und baue dort Krankenstationen und Schulen auf und versuche den Yanomami-Indianern auch zu helfen, ihre Rechte zu schützen, besonders die Landrechte. Und hier in Deutschland, aber auch inzwischen weltweit, halte ich Vorträge, um ja, Menschen zu informieren, dass es noch andere Lebensformen gibt und auch vielleicht zu sensibilisieren, sich für andere Menschen einzusetzen. Nun hört man ja von Brasilien und vom Amazonasgebiet im Moment ziemlich viel Schreckliches. Brasilien hat einen diktatorischen Präsidenten, Bolsonaro. Was hat das für deine Arbeit bedeutet? Ja, das hat dramatische Folgen, denn wenn er wirklich all das wahrmacht, was er versprochen hat, nämlich den Regenwald wirtschaftlich zu nutzen, das bedeutet nicht nur für die Yanomami-Indianer, für alle Indigenen, die dort leben, dass der Wald zerstört wird, ihr Lebensraum, dass sie nicht mehr so leben können wie früher. Ja, letztendlich auch für die ganze Weltgemeinschaft. Wir brauchen den Regenwald als Lunge und für die Yanomami insbesondere werden sie bedroht, jetzt im Augenblick auch schon durch Goldsucher, die dort eindringen und mit Genehmigung des brasilianischen Präsidenten. Gibt es in Brasilien keinen Widerstand gegen diese verheerende Politik von Bolsonaro? Ja, sehr zaghaft. Zunächst muss man sagen, dass die Brasilianer selbst diesen Präsidenten gewählt haben. Einige haben jetzt erkannt, dass das, was er vorhat, nicht so gut ist. Und es gibt Proteste. Ich war im Februar, März noch in Brasilien, zunächst in Rio. Und während des Karnevals wurde dort überwiegend auch von jungen Brasilianern protestiert gegen den Präsidenten. Aber es ist noch nicht die Mehrheit. Und ja, ich kann nur hoffen, dass sich mehr und mehr Brasilianer anschließen, gegen den Präsidenten zu protestieren. Du setzt dich seit 30 Jahren ein für die Yanomami-Indianer. Ja. Du hast zwei große Krankenstationen gebaut. Was bedeutet diese Politik jetzt für deine Arbeit? Wirft es dich nicht um Jahre, um Jahrzehnte zurück in dem, was du gemacht hast? Und woher nimmst du die Motivation, weiterzumachen? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich muss leider bitter erkennen, dass unsere Erfolge, nämlich dass wir das tatsächlich geschafft haben, dass die Goldsucher herausgeholt wurden, dass das jetzt wieder rückgängig gemacht wird, nur aufgrund eines Präsidenten. Und ich war auch zunächst sehr, sehr betroffen und ohnmächtig, aber habe erkannt, dass das nichts bringt und kämpfe jetzt weiter. Es ist quasi eine Wiederholung gegen Goldsucher, auch gegen Goldsucher, die jetzt Corona reinbringen. Es ist leider bei Menschenrechtsarbeit so, es hört nie auf. Ne? Man braucht so eine Steh-auf-Männchen-Mentalität. Das ist in diesem Job so. Warum sind die indigenen Völker für den Amazonas wichtig? Also warum, eigentlich die Frage, warum sind die indigenen Völker für den Amazonas wichtig, auch für den Erhalt des Amazonas wichtig? Ja, weil die Indigenen den Regenwald nicht zerstören. Ne? Die holen nur das raus, was sie brauchen. Sie haben nicht dieses Fortschrittsdenken, wie wir, immer mehr, immer schneller, immer größer. Sie sind mit dem zufrieden, was sie vor Ort haben und brauchen ihn nicht zu zerstören. Nun könnte man ja denken, dass aufgrund der Corona-Krise die Menschheit zurückkehrt zu einer Yanomami-Mentalität. Also zu sagen, wir müssen diese Erde schützen, wir können nicht einfach so weiter wirtschaften wie bisher. Man hat den Eindruck, dass von dem eigentlich gar nichts bleibt, sondern dass die Weltgemeinschaft nichts Einigeres zu tun hat, als wieder zurückzukehren zu dem Wahnsinn, der vorher gelaufen ist. Wie schätzt du das selber ein?
Ja, ich hoffe, dass das tatsächlich so ist, dass durch diese Corona-Krise, die ja noch längst nicht abgeschlossen ist, dass wir ein bisschen aufgerüttelt werden, uns selbst fragen, brauchen wir alles, was wir meinen haben zu müssen, dass vielleicht weniger doch mehr ist. Und ja, ich kann nur hoffen, dass wir daraus lernen, aus dieser Krise. Und man wird sehen in Zukunft, wie das ist. Auf jeden Fall für die Indigenen ist es wichtig, dass der Lebensraum geschützt wird und sie haben ein Recht, weiter so zu leben, wie sie das Jahrtausende gemacht haben. Und was können wir tun jetzt von hier aus? Wie können wir dir helfen bei deiner Arbeit? Ja, ich halte deswegen auch Vorträge, besonders an Schulen, nur leider auch wegen Corona kann ich im Augenblick keine Schulvorträge halten. Das ist sehr bedauerlich, weil ich damit die Arbeit finanziere. Es sind inzwischen drei Krankenstationen, die wir dort aufgebaut haben, die auch sehr gut funktionieren, weil die Yanomami, wenn sie Malaria haben oder andere eingeschleppte Krankheiten, müssen sie dort vor Ort versorgt werden. Nur müssen diese Krankenstationen auch regelmäßig renoviert werden. Im nächsten Jahr möchte ich unsere zweite Krankenstation renovieren. Ja, und du, Clemens, hast mit deinem Geburtstag im vorletzten Jahr auf Geschenke verzichtet und spenden lassen. Und damit konnten wir die erste Krankenstation in Ishima wieder wunderbar renovieren. Also Unterstützung nehme ich gerne an, finanzielle Unterstützung, um die Arbeit vor Ort weiterzumachen. Und möchte dazu auch sagen, den Aufbau der Krankenstation und auch die Renovierung mache ich zusammen mit den Yanomami. Die Betroffenen vor Ort helfen mit und das funktioniert super gut. Das Einzige, was ich brauche, Geld für Baumaterial, für Farbe, dann für eine Wasserfilteranlage. Ja. Und da bin ich für jede Unterstützung sehr dankbar. Ich habe hier in Deutschland einen eigenen Yanomami-Hilfeverein gegründet. Er nennt sich auch so. Wir haben eine Homepage www.yanomami-hilfe.de und da haben wir auch ein Spendenkonto. Das ist eine der Krankenstationen, die wir mit Hilfe von Spendengeldern gebaut haben, zusammen mit den Yanomamis vor Ort. Und davon gibt es mittlerweile im Amazonasgebiet zwei Krankenstationen. Ja, wir blenden das auch alles gleich ein, auch noch die ganzen Daten. Und wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach auf Stopp klicken innerhalb des Clips und euch die Kontoverbindung und auch die Daten rausschreiben und dann auch gegebenenfalls quasi die Arbeit von Christina unterstützen. Es gibt den Yanomami-Hilfeverein, oben auch mit der Unterschrift von Christina Haverkamp und unten die Fahne dazu, eine Fahne und Jugendliche von den Yanomamis aus dem Amazonasgebiet. Christina, was sagst du jemand, der zu dir sagt, das ist ja alles schön und gut, aber es macht doch gar keinen Sinn mehr, bei so einem übermächtigen, idiotischen Präsidenten überhaupt noch was zu machen. Die roden dem Amazonas ab, da finden verheerende Naturkatastrophen, Verletzungen statt. Was nützt da deine kleine Arbeit, die du unter den Yanomami machst? Ja, was antwortest du so jemandem? Ja, ich sehe ja, dass unsere Krankenstationen helfen tagtäglich, lassen sich ja zig kranke Yanomami da behandeln. Also diese Hilfe, egal wie bekloppt der brasilianische Präsident ist, ist hilfreich, ist wichtig. Dann glaube ich, haben wir das auch inzwischen geschafft, dass die Yanomami sehr gut organisiert sind. Wir haben dort inzwischen über 50 Sprechfunkgeräte hingebracht. Damit können sie sich untereinander verständigen und auch organisieren. Natürlich ist das eine Sisyphusarbeit, aber da werde ich nicht locker lassen und auch die Yanomami nicht. Sie müssen unterstützt werden, soweit, dass sie selbst ihre Rechte durchsetzen können. Sind inzwischen auch schon sehr gut verbunden mit anderen indigenen Völkern und lassen sich nicht alles gefallen. Und auch im letzten Jahr. Der bekannte Yanomami-Häuptling Davi Kopenawa hat den alternativen Nobelpreis bekommen, zusammen mit Greta Thunberg. Und auch das kann helfen. Es ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Anerkennung für seine Arbeit, für unsere Arbeit,
dass wir zumindest auf dem richtigen Weg sind. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und herzliche Einladung an euch, die Arbeit von Christina zu unterstützen. Die Daten blenden wir, wie gesagt, ein und freuen uns, wenn möglichst viele sich ja vielleicht auch an dem Verein beteiligen und die Arbeit mit unterstützen, dass diese Hoffnungszeichen auch im Amazonas weitergehen und wir nicht einfach resignativ die Hände in den Schoß legen und sagen, wir können ja doch nichts machen, wir können was machen und wir können vor allem auch Christina helfen, diese Arbeit vor Ort weiterzuführen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich ebenfalls. Vielen Dank für diese Möglichkeit, ja, über meine Arbeit, über die Yanomami zu berichten. Herzlichen Dank.